Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Ellerbach. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir haben heute Großes vor, zumindest mal ansatzweise, was das Heu betrifft, ne? Wir holen schon mal das Luzerne-Heu. Da bin ich mal gespannt. Wir sind 9 Ballen insgesamt. Ich weiß nicht, ob wir hier alles drauf kriegen, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier alles an Ballen drauf kriegen. Ich bin mal gespannt. Wird auf jeden Fall relativ tricky werden, das alles drauf zu kriegen. Ich denke mal, 3 Ballen hintereinander sind 6 Ballen. Ja, könnte knapp werden. Könnte passen. Ich glaube, 10 Ballen kriegen wir hier drauf. Von daher passt das. Oder sollte das passen. Schauen wir mal. So, wir holen auf jeden Fall das Luzerne-Heu heute. Zumindest fangen wir schon mal an, das aufzuladen. Um dann dementsprechend die nächsten Folgen, den Rest aufzuladen. Ich fahre einmal hier hinten rum. Und drehe einmal hier hinten. Damit ich dann richtig stehe. Wo geht denn jetzt das Licht an? Gar nicht, ne? Oder heißt das nicht, wenn man richtig steht, sieht man, wenn das Licht angeht? Ich sehe kein Licht. So, aussteigen, abkoppeln. So, ja, wir wollen jetzt das Heu aufladen. Wir fangen am besten mit dem Ballen da vorne an, direkt hier rechts. Das ist der erste, der wird draufgesetzt schon mal. Und dann wollen wir das Luzerne-Heu hier aufsammeln. Und dann zum Hof bringen, einlagern, ne? Wir müssen relativ viel einlagern. Das wird richtig heftig werden, ne? Von der Menge her. Wird eine ganze Menge werden. Vor allem das normale Heu wird eine heftige Sache werden, ne? Nächstes Jahr würde ich gerne noch auf Klee gehen. Das wäre noch eine schöne Sache, die man ausprobieren könnte, auch wie die Ballen aussehen, ne? Das würde mich interessieren. Das würde mich mega interessieren, ne? Aber andere Sache. Bezüglich des Heus jetzt hier, ne? Wir haben jetzt 9 Ballen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ballen Luzerneheu, ne? Wie wäre es mit Gras? Wäre Gras jetzt weniger gewesen oder wäre es der gleiche Ertrag gewesen? Wisst ihr das oder wisst ihr das nicht? Schreibt es in den Kommentar. Falls nicht, was haltet ihr dann von dem Vorschlag, dass wir das Luzernefett hier wegmachen und hier ein Grasfeld rausmachen, um das auszuprobieren? Was haltet ihr davon? Einfach mal zum Testen, statt Luzernefett hier. Gleiche Feldgröße haben wir dann ja in dem Sinne dann auch, dass wir dann hier ein Grasfeld draus machen, ne? Was würdet ihr davon halten? Einfach so zum Testen mal probieren, ne? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Weil ich bin mir eigentlich sicher, dass da Luzerne höher ist, höher wächst, dass das theoretisch mehr Ertrag sein müsste. Ist das aber wirklich so? Ich habe keine Ahnung. Würde ich gerne wissen. Hoppala. So, zweiter Ballen drauf. Okay, wir kriegen theoretisch sogar mehr drauf. Ich hätte gedacht, 3 Ballen unten. Aber wir kriegen wahrscheinlich sogar 4 Ballen drauf. Oha. Anders als erwartet. Anders als erwartet, Leute. Heftig. Okay, wir fahren dran und der Ballen bewegt sich. Cool. Magie. Der magische Ballen. Der magische Ballen hier, ne? Dann laden wir die magischen Ballen auch mal auf. Ja, das sollte klappen mit den neuen Ballen. Gehe ich mal von aus.
Das einmal zurechtdrücken. Danke. Perfekt. Das haben wir schon mal fest. Gurten wir schon mal fest, ne? Wäre, glaube ich, keine schlechte Idee, ne? Weil hier müssen wir gerade erstmal nicht mehr dran. So. Gut, nächster Ball. Gestern 1500 Liter Luzernoi bewegt, heute bewegen wir wesentlich mehr. Ist schon ein Unterschied, ne? Hat sich das von gestern überhaupt gelohnt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Bin immer noch übrigens in der gleichen Aufnahmesession, zweite Folge jetzt, die ich auch gerade aufnehme hintereinander. Ich habe gesehen, wir haben schon 9:30 durch. Ich würde jetzt die Folge erstmal fertig machen, dann würde ich erstmal die beiden Folgen soweit schneiden und hochladen schon mal. Dass ich die zumindest schon mal fertig habe für Sonntag, also für euch für heute. Für mich für morgen. Ist irgendwie komisch, ne? Immer im Voraus aufzunehmen, aber egal. Geht bei mir nicht anders. Wegen Schicht. Das ist das Problem. Nächste Woche habe ich Frühschicht. Das heißt, ich bin morgens nicht da, sondern kann erst wieder mittags aufnehmen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder, wenn ich nach Hause komme, 14 Uhr, 15 Uhr, werde ich dann wahrscheinlich erstmal wieder kurz mich hinlegen, schlafen. Sofern es mir zumindest am Montag wieder besser geht, ne? Momentan geht's. Aber ist noch nicht wirklich ganz weg. Aber wie gesagt, momentan geht's. So. Nächster Ball. Ah, nehmen wir den da. Nehmen wir direkt den da. Können den aufladen. Sehr schön. Sehr schön, ne? Perfekt. Sieht doch gut aus. Kriegen einiges drauf in Heu. Das passt doch perfekt, Leute. So, nächster Ballen. Schaffen wir hinten noch welche drauf? Ja, sollte passen. Sollte passen. Das sollte passen. Dann schaffen wir vielleicht heute alle Ballen sogar aufzuladen, zum Hof zu fahren. Und dann laden wir morgen in der Folge ab. Dann haben wir das erledigt. Dann machen wir das noch das Maisfeld. Dann sind wir, glaube ich, erstmal arbeitslos, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ich würde eventuell die Chance nutzen, hier noch eine Mission zu machen. Das wäre eine Möglichkeit. Hier zum Beispiel das Feld hier. Und das Stroh dann auch noch mit einzulagern, ne? Ich fände das nicht verkehrt, Leute. Ich fände das einfach nicht verkehrt. Einfach jetzt zu sagen, wir haben Zeit. Wir könnten die Chance nutzen jetzt, wenn das noch da besteht, ne? Um das ganze Stroh auch noch mit einzusammeln, ne? Fände ich nicht verkehrt bei weitem. Ist wirklich so. Wenn wir die Chance haben, hier noch was zu kriegen an Ressourcen, sage ich mal, in dem Sinne, warum sollen wir das dann nicht nutzen, ne? Warum sollen wir das denn nicht nutzen?
Ich meine, wir kriegen Geld für die Mission und wir können dann noch das Heu bzw. das Stroh für uns nutzen. Und wenn wir das nur in die BIA schmeißen, ne? Haben wir wieder Gärreste, wir haben wieder Geld, was wir zusammenkriegen, ne? Falls wir das überhaupt in die BIA schmeißen können, das könnten wir auch mal gucken, eben schnell. Stroh, Stroh, Stroh. Wo ist Stroh? Da. Nee. Aber Heizwerk hat... Nee, gibt überhaupt kein Geld. Okay. Gibt überhaupt kein Geld, Leute. Anscheinend. Okay. Obwohl, 0 Euro? Irgendwie komisch, ne? Warum steht das denn hier überhaupt, ne? Keine Ahnung. Oder das ist jetzt nur zu einer bestimmten Jahreszeit, wo es kein Geld gibt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Weil normalerweise wird Stroh immer gerne genommen. Eigentlich, glaube ich. Denke ich. Egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Wir schauen jetzt mal, dass wir den letzten Ball noch gesammelt kriegen. Schmeißen den noch mit oben drauf. Dann fahren wir noch zum Hof. Vielleicht schaffen wir dann heute noch abzuladen. Zumindest ein, zwei Ballen oder sowas. Mal gucken. Ich glaube eher nicht, aber wir versuchen es mal. Beim letzten Ball stelle ich mich jetzt natürlich ein bisschen dämlich an, ne? Egal. Ah, zu tief. Ah, so passt besser. So passt besser. So. Packen wir vorne mit drauf? Ja, packen wir mit vorne drauf. So. Sehr schön. Packen wir hier mit drauf. Passt. Festgurten noch? Ja, von mir aus. Können wir noch festgurten. Sowas geht, ne? Ist nicht viel, aber egal. So, dann koppeln wir uns den Hänger jetzt wieder an, den Ballenwagen hier, ne? Fahren wir zum Hof ganz gemütlich. Seht ihr, geht doch eigentlich relativ zügig. Geht doch eigentlich relativ zügig. Welches Feld wäre das hier? Das wäre Feld 97. Feld 97 ist ein ganz großes Stück. Ja, Maisfeld müssen wir noch machen, das ist klar, aber Feld 97, wäre da überhaupt eine Mission möglich? Wir gucken mal eben schnell. Ne, wäre auch gar keine Mission möglich. Okay, dann können wir das sowieso vergessen. Dann können wir das sowieso vergessen. Viel ist Düngen. Pflügen, ernten. Ernten, Sonnenblumen. Ja, Mais, Sonnenblumen, ernten. Sojabohnen wären jetzt noch auf Feld 7. Aber bringt jetzt auch kein Heu, ne? Kein Stroh. Ne, dann ist ja großartig nichts. Okay. Egal. Wäre jetzt eine Idee gewesen, aber egal. Schade drum. Ist ja nicht schlimm. Ne? Ist ja nicht schlimm. Oder sind das Sojabohnen? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Wir fahren jetzt zum Hof. Sieht schön grün aus, ne? Cool. Luzernheu, Leute. Wir haben Luzernheu. Das erste Mal, dass wir irgendwas mit Luzerne gemacht haben, ne? Im LS19. Finde ich eine coole Sache. Finde ich eine coole Sache. Wie gesagt, das laden wir dann morgen in der Folge ab. Ich weiß nicht, wo wir das unterbringen, das ganze Luzernheu sind 9 Ballen. Das ist schon etwas, ne? Ne, es ist nicht viel, aber ist schon mal etwas, ne? Müssen wir gucken. Müssen wir schauen, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir das dementsprechend hier nutzen. Ist jetzt die Frage, wie am besten, ne? Vor allem abladen haben wir auch nicht wirklich viel Platz. Ne? Das ist die andere Sache. So, Plan. Wir hauen das Mähwerk raus. Hauen die Sämaschine raus. Dann laden wir das Luzernheu hier hinten ab. Ne? Stapeln das hoch. Hinten dran.
Das ist das gleiche wie Heu im Prinzip. Dann laden wir es da hinten ab erstmal. Und dann, oder? Wartet, wartet, wartet. Preislich, preislich, preislich. Wie sieht's aus? Preislich. Luzerneheu, wartet. Kleeheu, Luzerneheu. Wo ist da Luzerneheu? Bringt eigentlich relativ viel. 1008. Nee, 97. 97. Biohof Hammern. Bringt nicht wirklich viel, ne? Im Gegensatz zu normalen Heu. Normales Heu würde bei der BGA 1600 bringen. Alter Falter. Alter Falter. Das ist ganz schön viel Geld, ne? 1600 Euro pro 1000 Liter. Alter Falter. Das ist schon einiges, ne? Mit Zernheu nur beim Biohof Hammern. Okay. Das heißt, ich würde das hier einlagern, hinten an der Wand dran. Und dann das andere Heu davor. Und dann schauen wir weiter. Also die beiden Maschinen raus. Und dann müssen wir ein bisschen umsortieren. Ne? Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Müssen wir gucken, wo wir Platz haben noch. Den Schwader brauchen wir nicht mehr. Da können wir die Seemaschinen vielleicht vor. Ja. Sorry, war klar. Jetzt noch am Ende der Folge, ne? Haben wir hier noch Platz. Für das Mähwerk, die Mähkombi. Ja, hätten wir noch Platz, ne? Dann packen wir die Mähkombi hier hin und dann haben wir Platz. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Dann müssen wir definitiv gucken, dass wir hier die Ballenlager hinmachen, damit wir hier die Ballenlager oder die Ballenheuballen auch nutzen können, ne? Dann können wir das hier frei machen wieder. Okay, wir sehen uns morgen wieder. Morgen abladen hier. Luzerneheu, ich freue mich schon mega drauf. Bis dahin erstmal danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.